Zum Schluss das Prinzip 10. Ja, das wichtigste Prinzip überhaupt, Zeichnen ist einfach. Wir haben das im 9. Prinzip ja schon erwähnt. Zeichnen ist natürlich dann einfach, wenn die Welt aus Figuren besteht, aus einfachen Figuren wie dem Kreis, dem Quadrat und dem Dreieck. Aber es gibt noch etwas Tieferes, warum das Zeichnen so einfach ist. Das Zeichnen ist unsere ursprüngliche Sprache. Noch vor der Rede, bevor wir gelernt haben zu sprechen, haben wir uns mit Gesten verständigt. Und diese ursprüngliche Sprache, die haben wir im Laufe der Zeit verlernt. Und in der Schule wurde uns etwas vorgemacht, was ja nur ein Bruchteil des wirklichen Zeichens ist. Und mit der Folge, dass viele von uns, vielleicht auch du, diesen komischen Glaubenssatz haben, ich kann ja gar nicht zeichnen. Zeichnen ist einfach, weil wir in Bildern denken und in Filmen denken, in aneinandergereihten Bildern. Deswegen ist Zeichnen einfach. Wenn ich es etwas anders verstehe und so praktiziere, wie es die Neurografik anbietet, dann ist es etwas, was jeder kann, von der ersten Sekunde an. Und natürlich diese Fähigkeit dadurch wieder aktiviert und ausbaut. Natürlich auch wieder eine bestimmte Übung bekommt. Zeichnen ist das Reproduzieren von Gesten auf dem Papier. So wie diese Geste hier, glaube ich, jedem verständlich ist. Zeichnen ist einfach. Deswegen ist es auch Zeit, wieder damit anzufangen. Ich wünsche dir dabei viel Freude.